Ja, Kopfweh. Schick. Wüste. Mein Inventar ist voll. Wieso ist denn plötzlich mein Inventar voll? Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Fällt gar nicht auf. Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, okay, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Klingt auf jeden Fall cool. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie irgendwie Pen & Paper mal gespielt. Die Zweibeiner die einzigen habe sind, öfters die mal, Welten zerstören. Also, mich hat man öfters gefragt, also, ob ich mal was hat hier was dran hätte. Intelligente Monster oder sowas? Aber so schau dir diese ist hier noch nie erinnern Sie dich Erfahrungen mitgemacht. Die sehen aus wie ein gewaltiges Ich glaube, meine Fantasie ist auch relativ begrenzt, habe ich das Gefühl. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen. Aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten. Nein. Ah, das Portal. Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Sagte er, ohne zu wissen, dass wir 3 Jahre hier stehen werden. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Denke ich mir auch gerade. Sandwürmer, hä? Ja! Ich hasse Käfer. Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesen Skarabäen. Also Spinnen sind schlimmer, aber Käfer sind trotzdem eklig. 3, 2, 1, 4. Was für ein Käfer? Ja, ich bin doch dabei. Ich spring ja schon. Avalach? Ich weiß nicht, wie blöd er ist. Ach du grüne Nonne, wo sind wir denn jetzt? Ach, da bin ich ja weg. Gott, da fuhrst du jetzt weg. Sie. Nee, meine ich eigentlich, kann da runterspringen, ne? Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Nope. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. Oh, denke ich auch gerade. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Hier richtig? Magie. Ein Ort der Macht. Ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig gehe. Ist ja Meinungssache. Ich finde Elfen nun mal nicht blöd. Ich finde Elfen toll. Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Ja, ich tippe eher auf ganz schnell hindurchlaufen, weil fliegen können wir noch nicht, Geralt. Wir sind doch schon oben.
Kann ich ja eigentlich meditieren? Geht das? Nee, war klar. Doch, ich mag sie. Ich bleib aber bei der Meinung. Ich wetter ja auch nicht gegen Zwerge, dass sie so scheiße sind. Ich mag nämlich eigentlich keine Zwerge. Das Einzige, was an Zwergen cool ist, dass sie Bier trinken. So, jetzt muss ich auch noch schwimmen. Och, Leute. Könnten wir vielleicht mal in der richtigen Welt landen? In die wir auch hinein müssen? Und nicht 30.000 anderen? Oh nein. Oh nein. Kalt. Ja, aber was fürchterlich ist. Bitte nicht. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Wir würden so viele Argumente einfallen, warum Zwerge nicht so toll sind, aber warum sollte ich? Hat jeder seinen... Jeder seinen anderen Geschmack. Es ist auch gut so. Man muss eh nicht gegen gewisse Arten, Rassen, Klassen wettern. So, wo muss ich hin? Und wo kann ich mich jetzt nicht so verstecken? Es ist hier nicht so, als wenn ich so viel Auswahl hätte. Da runter? Ich denke mal. Nein, wir sind gestorben. Wir müssen also nicht darunter. Das ist, ja. Wir müssen hier auf dem Weg. Aber es gibt keinen anderen Weg, der geschützt ist. Wo ich denn da durch hin? Geralt ist nicht gerade der Schnellste. Geralt ist alt. Geralt, ich hab dich nicht bewegt. Du bleib doch mal an Ort und Stelle stehen. Wo muss ich hin? Wo müssen wir hin? Okay. Kann ich da runter schlittern? Kurven. Ja. Licht hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Geralt, könntest du bitte erstmal. Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Ich will es gar nicht wissen. Das dient hier nicht als Schutz. Das dient als Schutz. Jetzt soll ich erstmal warten. Jetzt bin ich ganz schnell sehr tot. Ich bin auch so ganz schnell sehr tot. Was sonst?
Danke zum Leuchtturm, ihr seid witzig. Erinnere mich gerade an Far Cry 4. Echt? Tatsächlich auch nie gespielt. Besitzt ihr auch gar nicht. Glaube ich. Meine ich. Keine Örtlichkeit her. Okay. Bin immer noch froh, dass es hier Häuser gibt. Ja, hier rein. Okay, und noch darüber. Lauf, Geralt. Ich wäre wahrscheinlich einfach schon lange erfroren. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Nein. Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Ja. Ich habe einen Schneemann zwischendurch gebaut. Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Far Cry habe ich bisher... Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Nur Primal, glaube ich. Warum hat sie mir nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Ted Dariad, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Wären wir da nicht schon mal? Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Aber müsste Geralt das nicht eigentlich noch wissen aus dem ersten nicht Teil? Nicht hier, nicht jetzt. Da hat er doch die Kälte... Da haben wir doch gesehen, wie die Welt davon zerstört wurde. Müsste das doch eigentlich noch wissen. War doch... Nach seiner Amnesie. was denn? Was meinst du mit bitte? Gales zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die Roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Im Gales ersten ist ein Teil exzellenter haben wir, Verwalter also, warte, kann ich und ein noch erzählen. Besserer Planer. Er ist der Gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Also im ersten Teil war es halt so, dass Geralt halt quasi gesehen hat, wie die Welt, also wie die weiße Kälte, die Welt, in der er gelebt hat, bereits zerstört wurde. Er hat quasi schon die Zukunft gesehen. Quasi. Also das, was hier passiert ist in der Zeit, hat er bereits schon mal gesehen. Und das müsste er eigentlich noch wissen. Rein theoretisch. Weil es ist gar nicht mal so lange her. Da liegen, ja, maximal 1-2 Jahre zwischen. Das heißt, so neu ist die Erkenntnis gar nicht, dass das irgendwann einmal passieren könnte, würde, sollte.
Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Sagt er, während er... Ist das überhaupt nicht... Ja, wie gesagt, dazu müsste man halt den ersten Teil spielen. Um... die Szene... quasi zu wissen. Aber hier geht man halt von aus, dass man das nicht... Ne? So, dass man es unabhängig davon spielen kann, ist wahrscheinlich. Der Palast des Erwachens. Deswegen sagt jeder, dass man die Vorgänge noch nicht spielen oder nicht gespielt haben muss, aber mir erschließen sich jetzt halt so einige Sachen, weil halt auch so viele Parallelen halt teilweise dazwischen sind, die in den Vorgängern passiert sind, die dann hier halt auch irgendwo so eine kleine Bedeutung haben. So wie das halt eben. Weil, wie gesagt, das hätte Geralt eigentlich wissen müssen. Schöne Stadt. Weil die Erkenntnis nicht neu war. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die aus dem Bruchtal. Echt so ein bisschen aus dem Bruchtal. Oh. Wer ist das? Und was wollen Sie hier? Der Weihnachtsmann. Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kaivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmil. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was wie gesagt, ich benutze die Hexe, sind halt gar du nicht so auch, viel. Kaivan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Aber dafür spiele ich es ja später nochmal. Ist ja nicht das letzte Mal, dass ich das hier spielen werde. Im Stream. Wir sind nicht zum Teetrinken hier. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich Fanta, mit dir ist? Fanta, vielen lieben Dank für deinen Follow. Neugier. Und herzlich willkommen. Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Sehr abstrakte Kunst. Vor allem, dass die eine zeigt nach links, die andere zeigt nach rechts. Wunderschön, wirklich. Ein strahlendes Kunstwerk. Musik.
Jetzt lädt sich das Spiel mal wieder tot. Aber tatsächlich. So lange lädt es aber selten. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Aber warum denn nicht? Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Juhu! Macht bestimmt Spaß. Der sieht ja sogar seine Thron in GOT interessanter aus als das Ding. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so?
Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Sucht die Logenzauberinnen und kommt zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Würde ich lieben gern, aber ich muss vorher noch etwas erledigen. Dann warte ich dort auf dich. Auf dem Markt in Gildorf. Ja, ja, mach das. So. Immer wenigstens wir ein bisschen was von der Hauptquest gemacht. So dass wir jetzt wieder zurück ins Gelege können. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ob ich mich hier irgendwo in diesem Kapufio mal zurechtfinden werde. Nein. Seid runter, bitte. Ja? Ich werde schon mal starten. Ja, ich werde jetzt allerdings auch bald so langsam Richtung Bett verschwinden. Ist ja schon. Ja, relativ spät. Ich werde jetzt nur einmal noch kurz nach Skellige zurückkehren. So. Und vielleicht vorher die jeweilige Quest auswählen, bei der wir am Freitag weitermachen. Ich denke mal, das wird die hier sein. Gellige. Wo müssen wir da hin? Wir müssen nach hier hinten. Ja, dir auch eine gute Nacht. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Geralt und bis zum nächsten Mal. Doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie. Wie gesagt, nächster Stream ist dann am Freitag. Trist beriefen die aufgelöste und dezimierte Zauberinnen wieder ein. Was spendet gut. Da hoffen wir, dass wir es dann irgendwann mal durchhaben. Der Wissende beschloss, die Unterstützung danach für wieder den Witcher König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Irdins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Warum kann man das nicht überspringen, wenn man es schon dreimal gehört hat? Hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Ich würde so gern es überspringen. So. Dann einmal speichern. Und dann können wir hier perfekt am Freitag weitermachen. Haben ja... Na gut, ich will jetzt nicht sagen, wir haben nicht mehr so viel, aber es ist schon weniger. Vor allem an Hexeaufträgen. Mist, ich habe es vergessen, mit der Perle zu machen. So. Dann einmal Spiel verlassen. Das Ding einmal schließen. Yeah.